306 geballte PS und 400 Newtonmeter haben wir hinter uns. Und zwar, festhalten, ein E92 335i, aber mit dem N55 Motor, nicht N54. Das ist der Motor, jetzt wieder festhalten, Twin Power Turbo. Jetzt denken die, ja, Twin Turbo. Nein, der N54 war übrigens kein Twin Turbo, sondern ein Biturbo. Unterschied Twin Turbo, Biturbo sollte bekannt sein, wenn nicht, kann ich es mal erklären. Und hinter uns, der N55 ist ein Single Turbo. Twin Power Turbo heißt das deswegen, weil es ein Twin Scroll Turbo ist. So, also wie gesagt, 306 PS, 400 Newtonmeter sollen anliegen, machen die Autos auch. Und der Kollege kriegt für uns eine EWG Stage 2, das heißt eine Softwareoptimierung und eine Downpipe mit EWG, 200, 300 Zoller. Genau. So, was noch? Ja genau, da dies ja ein Zwischenmodell ist, die F-Modelle können wir mittlerweile auch alle über OBD machen. N54 geht auch über OBD, aber E92 mit N55 Motor geht nicht über OBD. Das heißt, da muss Ansaugbrücke wieder runter, Steuer geht raus, Steuer geht auf den Tisch programmieren. So, jetzt machen wir die Angriffsmessung, gucken mal, was er macht. Aber, wie schon gesagt, die Autos machen die Serienleistung und manchmal sogar einen Ticken mehr. Boom, Eingangsmessung ist fertig und was haben wir? Als allererstes kann man sehen, wir haben eine bombastische Serienkurve. Ne? Das Drehmoment, guck mal, kerzengerade Drehmomentkurve und aber auch eine richtig geile kerzengerade Leistungskurve. Und 306 PS sollen sein, 315,4 haben wir, 400 Newtonmeter sollen sein, 405,2 Newtonmeter haben wir gemessen. 102 Oktan sind drin. Wie versprochen, das Auto hat gut 5 PS. Was bin ich jetzt bescheuert? 9 PS, habe ich richtig gesagt. Ich habe einen Hirnfurz. Hat gute 9 PS mehr als Serie und 5 Newtonmeter mehr als Serie. Auto ist gesund, fährt so wie es sein sollte. Jetzt machen wir unsere Stage 2 und dann gucken wir mal, wie viel Leistung dabei rumkommt und wie viel Leistung wir dabei rauskitzeln können. Wir sind ja ein bisschen, wir benehmen uns bei dem Motor so ein bisschen, ne? Weil im Gegensatz zum N54 hat der N55 keine geschmiedete Kurbelwelle. Ja? Das heißt, also, man muss ein bisschen aufpassen mit Leistung, mit Drehmoment, weil man da halt auch, wenn man zu viel macht, viel kaputt machen kann. Und wie gesagt, da kursieren ja auch viele Leistungsangaben im Internet rum mit 450, 460, 470 PS bei den Autos. Puh, weiß ich nicht. Also das, naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt Tuning und Downpipe und dann gibt es... Das ist eine Person. Tschüss. So, wir haben einen langen Tag hinter uns. Heute gab es alles. Heute gab es R8 V10 auf R8 V10 Plus getuned quasi. Heute gab es E500 V8 Biturbo. Dann steht noch ein TT oder TTS vor der Tür. Und natürlich unser 335i, der hinter uns steht. Der ist jetzt auch fertig. So, soweit alles nach Plan gelaufen. Heute wieder Bombentag, muss ich sagen. Gut, 4-5 Autos haben wir hier durch am Tag. Und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt machen wir erstmal die Messung bei unserem 335i hinter uns mit dem N55 und schauen, wie viel Leistung und Drehmoment kriegen wir jetzt raus. So, das machen wir jetzt. So, wir sind bei dem Auto jetzt bei 370 PS eigentlich und runterkuriert auf 360, weil wie gesagt, das ist eisekalt hier drin. Und 551 Newtonmeter, wir haben 150 Newtonmeter mehr als Serie.
Und leistungsmäßig sind wir auch gut dabei. Wenn ich jetzt mal die beiden Kurven übereinander lege, was das Auto auf jeden Fall braucht, also alle N55 meiner Meinung nach brauchen einen vernünftigen Ladeluftkühler, weil der Serienladeluftkühler ist einfach scheiße. Mit Ladeluftkühler können wir dann noch ein bisschen aggressiver fahren und da hatten wir bei den letzten Autos 420, 430 PS. Ne? Das ist schon Unterschied. Legen wir die Kurven übereinander. So, bei 3000 Umdrehungen haben wir jetzt, guckt euch das an, wir haben 150 Newtonmeter mehr bei 3000 Drehungen. 150 Newtonmeter, das sind 25% mehr Drehmoment als vorher. Ja? Und für Leistung haben wir gute 60 PS mehr. Und wenn wir weitergehen, bei 5000 Umdrehungen haben wir immer noch gut knapp 110 Newtonmeter mehr und für Leistung her 70 PS, 80 PS mehr. Aber ihr könnt sehen, ne, hier normal, wenn wir jetzt noch einen Ladeluftkühler hätten, würden wir jetzt hier weiter höher gehen. Ja? Das heißt, wir hätten ein bisschen mehr Dampf. Aber man kann zufrieden sein damit, der Kunde wollte eine humane Abstimmung, der wollte auch nicht Maximum haben dafür. Und ohne Ladeluftkühler geht eh nicht Maximum. Ja? Das war's von mir. Liebe N55-Freunde, subscribe, like, teilen. Bis zum nächsten Mal.